So, und weiter geht's. Vielleicht ist die Brewster auch, wo ich auch jetzt gerade hingehen wollte, drüben auf der anderen Seite. Lalala, vielleicht ist sie hier hinten drin. Hier hätten wir sie auch das erste Mal gesehen. Ja, da ist er. Ach, Gott sei Dank. Hier bewegt sich nichts. Ah, Mademoiselle Brewster. Hatten Sie einen angenehmen Morgen? Guten Morgen, Monsieur Poirot. Nun, den hatte ich. Bis jemand von dem Balkon da oben etwas nach mir geworfen hat. Jemand hat etwas nach Ihnen geworfen? Ich bin wie jeden Morgen um 10:30 geschwommen. Und plötzlich saust etwas an mir vorbei. Irgendetwas ist ganz nah an meinem Kopf vorbei ins Wasser gefallen. Sie wissen nicht, worum es sich bei dem Wurfgeschoss gehandelt hat? Nein. Ich wäre ja danach getaucht. Aber das Wasser ist hier ziemlich tief und meine Ohren können den Druck nicht vertragen. Mademoiselle, ich habe den Mord an Millie untersucht. Und? Ich glaube, ich habe denjenigen gefunden, der für ihren Tod verantwortlich ist. Wer war es? Colonel Weston lässt seine Leute gewissen Fakten nachgehen, die ich ihm vor Augen geführt habe. Obwohl ich es nicht mit letzter Gewissheit sagen kann, sprechen die Indizien doch sehr dafür, dass derjenige, den die Polizei verhören wird, unser Mann ist. Alle meine Instinkte sagen mir, dass er der Mann ist. Und ich verspreche Ihnen, dass er seiner Strafe nicht entgehen wird. Monsieur Poirot, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viel mir das bedeutet. Sie waren mit der kleinen Millie gut befreundet? Ja, ja, das waren wir. Sie war die Unschuld in Person, Monsieur Poirot. Ich kann es nicht ertragen, wenn Unschuldige leiden. Sie haben ein gutes Herz, Mademoiselle. Ich bin froh, dass ich Ihnen aber helfen könne. Wenn Sie mich entschuldigen, ich muss jetzt zum Rudern. Die Bewegung wird mir gut tun. Gut. Ach nee, Quatsch. Hier hin. Und gucken, was wir noch an Kärtchen haben. Nur noch der Colonel. Alles klar. Ah, so, hätten wir das auch schon erledigt. Zum Glück muss man nicht immer sehen, wie er von Bildschirmrand zu Bildschirmrand tingelt. Sondern dass man das einfach mit einem geschickten Doppelklick übergehen kann. Hallo? Sie brauchen den Meerestraktor, ja? Ja, bitte. Bin schon unterwegs. So, dann geben wir jetzt eben dem Polizeipräsidenten den Brief. Ach, nicht den Brief, Quatsch. Dings halt. Ah, jetzt guckt der wieder so nach oben wieder. Polizeipräsident die Skizze. Boah, guck nicht so nach oben, Junge. Boah. Könnten Sie eine Skizze zur Identifizierung zu Scotland Yard schicken? Mit Vergnügen. Ich habe den Kerl hier gesehen. Sie meinen, der führt was im Schilde? Allerdings. Ich werde versuchen, heute Nachmittag eine Antwort für Sie zu haben. Merci. Das wäre im Moment alles, Monsieur. Gut. Wieder ein Akt geschafft. Das Böse unter der Sonne. Wird geladen. Nanu, da nimmt doch jemand ein Bad.
ziemlich spät am Morgen für so etwas, nicht wahr? Tja. Sie haben sich wacker geschlagen, Hastings. Vielleicht ein kleiner Patzer hier und da, aber im Großen und Ganzen gebe ich Ihnen wirklich gute Noten. Danke, Poirot. Höchst nobel von Ihnen. Aber jetzt müssen Sie zeigen, was in Ihnen steckt. Erinnern Sie sich, wo jeder Verdächtige zuletzt gesehen wurde? Ich habe Ihre Positionen auf der Karte hier markiert. Während Sie die Alibis prüfen, bringen wir die Karte auf den neuesten Stand. Vielleicht zeigt sich dann, wer Madame Marshall am ehesten töten konnte. Und vergessen Sie nicht, die Einwohner von Leathercombe Bay. Auch Sie könnten wichtige Informationen haben. Ich werde mir Mühe geben, alter Knabe. Verlassen Sie sich auf mich. Excellent. Sollten Sie sich außerstande sehen, fortzufahren, werden wir natürlich den magischen Finger des Verdachts konsultieren. Magisch? Ja, sicher. Da fällt mir ein, es wäre jetzt Zeit für den fünften Schlüssel zu seinem Geheimnis. Der Schlüssel ist ein Magnet. Ein Magnet? Na, das klingt doch immerhin ganz nützlich. Ich bin entzückt, dass der Hinweis Ihnen Freude macht. Ich platziere ihn neben den Finger des Verdachts. Machen Sie nach Belieben Gebrauch davon. Wenn Sie bereit sind, mein Freund, kehren wir nach Sea Drift Island zurück. Es ist jetzt später Vormittag. Nicht der Magnet hier? Ja. Nein, entgegengesetzt. Emily Brewster. Mhm. Gut, jetzt kehren wir aber nach Sea Drift Island. Ach ne, wir gucken uns erst die Karte an. Wird ja automatisch aktualisiert. Was ist das denn hier? Die werden offenbar automatisch aktualisiert. Gut, auf nach Sea Drift Island. Es ist genau 11.40 Uhr, als das Boot mit Patrick Redfern an den Rudern und Emily Brewster im Bug um die Landzunge in die Cutter's Cove einfährt. Hallo, wen haben wir denn da? Sieht aus wie Mrs. Marshall. So ist es. Wir wollen doch nicht hier an Land, oder? Ach, wir haben doch Zeit. Na sowas. Warum liegt Mrs. Marshall denn im Schatten? Hallo, Alina! Tanztante. Mademoiselle Brewster schwant etwas. Der Körper, wie er da liegt, wie die Arme abgespreizt sind, das hat etwas Unnatürliches. Ali? Hm? Monsieur Redfern zögert ebenfalls. Und dann? Nein. Alina, nein! Ist sie... Sie ist tot. Oh Gott, jemand hat sie erwürgt. Alina! Episch. Zu diesem Zeitpunkt befand ich mich in meinem Zimmer und ahnte noch nichts von der Tragödie. Mal schauen, was sind denn Poirots Instruktionen? Zum Schauplatz des Mordes begeben. Ja, hat jetzt auch sehr lange gedauert, bis es jetzt endlich mal zur Sache geht hier. Nicht wahr?
Ich bin mal gespannt, wo sie Poirot damit jetzt einbefallen. Hallo. Oh, Monsieur Poirot. Verzeihen Sie meine Nerven. Madame, ist etwas geschehen? Aber wissen Sie es denn nicht? Die Polizei ist hier. Seit beinahe einer Stunde. Die Polizei? In der Cutter's Cove. Es ist Mrs. Marshall. Sie ist erdrosselt worden. Bitte, entschuldigen Sie mich. So, dann wollen wir mal. Oh, Sir, Sir, es ist schrecklich. So, dann reden wir schon mit allen, die wir hier auf dem Weg sehen. Der Barmann ist nicht da. Ja, es ist Zeit auf den Schnitt. Bis gleich.